Willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. Ich bin auch wieder da. Nachdem wir das letzte Mal Bowser besiegt haben, geht's jetzt weiter. Was? Der Typ ist stärker als Bowser gewesen. Kapitel 6. Träne auf Blütenblättern, Blättern auf Blüten. Und die wohl strangeste Musik. Sieh mal an, wer magst du wohl sein? Ach du Schreck, der Dekobaum auf Haschisch. Hier oben, Sohn. Ich werde Flüsterweide genannt. Ich bin der älteste Baum hier in den Blütenfeldern, dem Land der Bäume, Gräser und Pflanzen. Und du musst Mario sein. Ich habe schon viel über dich gehört, Sohn. Ich rauche ja gern. Du bist unterwegs, um die hohen Sterne sowie den Rest der Welt zu retten. Sehr nobel, wenn das wahr ist, dann muss ich das bedeuten, dass auch in unserem Land ein Stern gefangen ist. Ich würde dir bei deiner Suche gerne behilflich sein, jedoch kann ich das jetzt nicht. Es gibt große Probleme auf den Blütenfeldern. Eine Kreatur namens Schnaufaula und seine Leute sind vor nicht allzu langer Zeit in unser Land eingefallen. Sie warfen graue Wolken an unseren sonnigen Himmel. Seitdem ist es hier dunkel und kalt. Die Sonne macht sich nicht mal mehr die Mühe, sich in den Himmel zu erheben. Langsam werden wir immer schwächer und drohen zu verwelken. Oh, das fällt mir etwas ein. Man sagt, dass Schnaufauler jemand gefangen hält. Natürlich, das muss der Stern sein, den du suchst. Meine Güte, Blitzmerker. Oho, du hast also vorher den bösen Schnaufauler zu besiegen. Das wäre der größte Wunsch aller Bewohner der Blütenfelder. Aber es ist nicht ganz einfach. Schnaufauler vergibt sich hinter den Wolken in einem Gebiet, das wir Nebelfaden nennen oder so. Kein Weg führt da hinauf. Nun, wenn du aber eine Zauberbohne finden könntest, du sie bis in den Himmel wachsen lassen. Ein Moment noch. Ich glaube, es gibt eine Blume, die ein Zauberbohne hat irgendwo. Ich glaube, ihr Name ist Puituina oder so. Petunia. Du findest sie östlich von hier. Es wäre nicht schade, ihr einen Besuch abzutaten. Ja, und so sie danach zu fragen. Auch sie, die anderen Blumen und Knospis können über brauchbare Informationen verfügen. Sprich einfach mit jedem. Das bedeutet, den Samen, den wir brauchen, das hat die Tante von Harry Potter. Hey du, da, wohin gehst du? Oh, Puccinia. Ja, Puccinia wächst westlich von hier. Yep, im Westen. He. Tut mir leid, Junge, aber mehr kann ich nicht verraten, selbst wenn du mich fragst. Petunia, wie nennst du sie? Ich bin so hungrig. Ich habe es satt, diese blöden alten Tor zu bewachen. Ich bin so hungrig. Hey du da, hast du nicht zufällig etwas zu essen dabei? Hör zu, wenn du mir etwas richtiges Saftiges gibst, dann lasse ich dich durch und werde es auch niemanden sagen. Der Hagen und Bario geht es auch? Gar nichts, kein Bissen. Oh, da kann ich dich nicht passieren lassen. Ich sitze hier und verhungere und du willst mir nicht mal ein lausiges... Seit die Sonne verschwunden ist, geht irgendwie alles den Bach runter. Ich bin so deprimiert. Die Musik hier.
Tier ist irgendwie... Hey, ich bin das Blumenkraut! Blubberkraut. Nein, Blumenkraut. Blubberkraut. Blumenkraut! Blubberkraut. Du willst wissen, warum ich Blumenkraut heiße? Blubberkraut. Ich verrate es dir, wenn du mir einen Blubberbeere gibst. Zu mir sage ich, soll ein bisschen ernst werden und er selbst fängt an. In diesem Land kann man nicht ernst sein. Ja, doch. Die Musik, die dröhnt einen schon den Kopf durch. Ich glaube, mir bekannt vor dir auch. Hab den Ted wieder irgendwas recycelt, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich werde das Grüne runter machen, dann das Rote nochmal drücken, da kannst du... Ich sehe gerade einen Fail dahinter. Ja, was? Ich mache die Musik noch. Eine Blume. Bienen. Ich gehe wieder. Das hat ja Glück, da ist meine Goldene dabei. Toll, Mario. Übrigens gebe ich dir recht. Es gibt nur zwei Paper Marios. Jetzt guckst du mich, jetzt guckst du auch nicht. Weißt du, warum ich das sage? Ich habe mich mal wieder gegoogelt. Und Paper Mario heißt in Japanisch Mario Stories. Und es gibt nur zwei Teile, die so heißen. Alle anderen, die bei uns Paper Mario haben, haben einen komplett anderen Namen, gehören gar nicht dazu. Die haben nur denselben Grafikstil. Kann ja gar nicht sein, weil in meinem Teil werden alle Begleiter aus diesen Teilen hier beschrieben, aus dem ersten und dem zweiten. Ja, aber er hat nichts damit zu tun, der ist komplett anders als im Japanischen. Und im Japanischen heißt er Tantai Futi. Nö, die ersten beiden Teile heißen Mario Story. Was? Die Gegner mal haben vier Leben. Der dritte Teil heißt Paper Mario RPG. Und Color Splash heißt einfach Mario Color Splash. Das Paper ist in Deutschland dazu gemacht worden. Sag mal. Diese Gegner sind total schwach. Ja gut, ich denke, sie haben wenig KP, aber wenn sie stechen, dann sticht's. Und ich mache auch nur 5 Damage. Da ist die ein bisschen... Ach, da kommt jedes Mal, wenn du drauf hast, eine Biene runter. Das ist eine Geldfarmmaschine. Dieser Baum. Das solltest du doch nicht versuchen, ständig gestochen zu werden am Anfang. Was soll ich dagegen tun? Sie kommen runter und stechen instant. Geh weg. Du sollst weggehen. Warum magst du die nicht? Alter Scheiß geht mir. Das ist gute Musik. Thank you.
Lass mich ran, du bist Petunia. Leihst du mir für eine Sekunde deine Ohren? Dann hör meine traurige Geschichte, Alter. Siehst, die Sonne fort ist, lassend ich den Kopf hängen. Ich habe kein bisschen Energie mehr, Alter, in mir. Ohne Sonne scheint die ganze Welt traurig zu sein, Alter, Junge. Und jetzt grabe sich auch noch diese Maulwürfe in die Erde und knabbern an meine Wurzel, Alter. Oh, weh mir. Meine einzigartige Sammelkollektion wird bald zu einem Montier-Maulwurf-Bankett. Bitte, mein Herr, Sie scheinen sehr stark zu sein. Würden Sie bitte diese Montier-Maulwürfe für mich vertreiben? Falls Sie sich fragen, welche Montier-Maulwürfe ich meine, ich spreche über diese Kerl. Alter, diese und diese Vollidiot. Und diese Vollidiot. Und der Kerl ist, ich glaube, um den müssen Sie sich jetzt nicht kümmern. Bitte lassen Sie mich nicht im Stich. Meine Samen und ich rechnen fast mit Ihrer Hilfe. Also ich mag die Musik. Er ist ja dann die Kampfbesieger total irgendwie nimmt sein raus. Danke, Merlin. Den Zauber haben wir jetzt echt gebraucht. Okay, die halten mehr aus. Bleiben trotzdem Maulwürfe. Kostet nur 2 EP, also wenn man es mal so vergleicht mit einer Biene. Heiliger Maulwurf. Guter Wortwitz. Wenn die nicht im Paper Mario 2 erwähnt, alle Charaktere. Nein. Was ich nämlich meine, ist, in Dings stehen sie nämlich als verfügbare Charaktere drin. Im Wii-Teil. Nein. Doch, im Buch stehen alle Charaktere aus diesem Mario hier drin.
Vielleicht werden sie einfach mal erwähnt. Kann ja sein, dass sie Easter Egg. Osterei. Weil nämlich eigentlich heißt das Ganze einfach nur Mario RPG Paper oder Paper RPG. Und Teil 1 und 2 heißt einfach Mario Story und Mario Story 2. Die zweite Serie, die Mario Luigi Serie, die ist durchgehend. Die heißt im Japanischen einfach mal Luigi RPG. Sehr kreativ. Hä? Jetzt könnt ihr uns hören. Ja, super. Also ich wollte darauf hinweisen, eine Maulwurf hat 3 EP gegeben plötzlich. Einfach so. Während alle anderen 2 gegeben haben. Aber da ja irgendjemand mir das Kabel so hingelegt hat, dass ich mir gleich den Arm breche. Ich sagte jemand. Ja, außer mir soll es das sagen. Wir sind nur zu 2. Zum Beispiel. Die Yoshis? Sämtliche Yoshis hier im Raum gucken dich gerade an und fragen sich, was für ein Quatsch du redest. Ja, ja, mit den langen Zungen. Jetzt denken sich alle Leute, welche Yoshis meinen die? Wir haben ja eine regelrechte Yoshis-Sammlung. Es sind zwar noch nicht so viele, aber es sind ein paar. 1, 2, 3, 4. Das sind auch noch nicht alle, also. 5, 6 Yoshis sind schon mal hier. Alter, was sitzt doch bei mir in der Wohnung oder so? Zu Hause. Ja, alten Wohnung. Und vor allen Dingen eins, das Lebensgröße ist. Lebensgröße jetzt nicht, aber es ist groß. Ist die Lebensgröße von Yoshis. Alte Lebensgröße von Yoshis. Wieso haben die jetzt alle 3 EP gegeben? Wow, Melone, das sitzt ja viel. Also ich muss ja die Musik so, dass ich mir die runterladen kann, die ist geil. Was findest du in der Musik gut? Diese eine Stelle, wo dann dieses Was? Und das ist nur einer? Dein Ernst? Nein! Wie habe ich den jetzt angegriffen? Ich habe den nicht. Du bist über die Brüste gestolpert, dann auf ihn draufgefallen. Das zählt als Erstangriff, weil es dann der Sprung zählte. Fail. Von der Tür. Wieso lächelst du? What the? Pie, hurra, hurra, you quats, you blabla. Sie haben die Monty Maulwürfe vertrieben. Oh, vielen herzlichen Dank, Alter. Um meine Dankbarkeit, Alter, zu zeigen, sollen sie diese Zauber-Alter-Bohne haben. Hier, bitte, Alter, sehr. Bitch. Ja, mein Name ist... Alter Petunia, man nennt mich auch den Samenmaniaco. Erfreut sie kennen zu Alter lernen. Ach ja, wegen der Zauberbohne, die ihnen gab. Sie sollten sie nicht einpflanzen. Warum nicht? Weil sie als Bohne ewig Freiheit genießen wird.
Nachdem man sie gepflanzt hat und sie Wurzeln schlägt, wird sie sich nicht wieder bewegen können. Denken Sie nicht auch, dass das sehr traurig ist? Bitte pflanzen Sie sie nicht in zum Beispiel lockere Erde und gießen Sie sie nicht mit Zauberwasser. Ich will nicht, dass sie einen Trieb aus meinen süßen kleinen Bohnen sprießt. Nein! Okay, definitiv hat Jan einen dabei. Meise. Der. Petunia ist ein weiblicher Name. Das ist trotzdem der. Er hat auch gesagt, ich bin der Petunia. Weil du es so vertont hast. Nein, das stand wirklich so da. Nein, das hast du so betont. Da stand nur, ich bin Petunia. Ich bin der Petunia. Der Mann macht mich fertig. Wer sagt, dass ich Mann bin? Oh, sie benutzen Gesang. Tun sie ja mal. Mario stirbt vor 3 Runden. Nichts ist von 3 auf 2 Runden gegangen, wo die zweite gepungen hat. Jetzt weiß Herr Drache, wieso ich diese Gegner immer ausweiche. Weil sie so schlafen. Er mobbt mich gerade. Ich tue ihn streicheln. Ja, sag ich doch, du mobbst mich. So, darf ich deinen Freund nicht streicheln? Mann, ey, das ist ja wie so eine Ameise. So, Leute, wegen ihm werden wir jetzt sterben. Nur damit er es wisst, dass was ich bei ihm machen, er es überhaupt nicht leiden kann. Das liebe ich, wenn er es bei mir macht. So, Glückwunsch, Mario ist K.O. Ja, das sind die Horrorgegner. Es gibt nichts Stärkeres als diese Blumen. Die ganze Paper. Deswegen kämpfe ich ja nicht gegen Blumen. Kriegst du doch mal ein bisschen Geld. Oha. Toll bloß, dass man das hier ansammeln kann. Na doch, das ist doch sehr schwer zu sehen gewesen. So, damit ist Mario K.O. Also ich werde jetzt eiskalt wieder zurücklaufen und einen Heilblock verwenden, weil du ja nicht hier die Ins willst. Wir sehen uns in der nächsten Part wieder. Ciao. Tschüss.